Ich möchte euch wiederholen, und zwar den Halfpass Tipsy. Der Tanz hat ja eine spezielle Handbewegung. Das ist der, wo wir da auf 3 Uhr so diesen Arm so nach oben heben bei einer Brücke und wieder fallen lassen, wenn es euch erinnert. Der Tanz hat 48 Takte und geht nach 4 Richtungen. Hat 2 Restarts. Einmal in der dritten Wand vorne auf 12 Uhr und einmal in der siebten Wand auf 3 Uhr. Und da hängen wir dann nach diesem Rest, also vor dem Restart, noch diese spezielle Brücke an. Gut, einmal die Schritte. Wir starten mit rechts, mit einem Out-Out, also rechts, links. Dann heben wir den rechten hinter den linken zu so einem Flick in die Höhe und setzen ihn wieder ab. Und dasselbe machen wir mit links hochheben und absetzen. Dann kreuzen wir rechts hinter links und machen mit links einen Schritt vor und dabei eine Viertel links drehen und schauen jetzt auf 9 Uhr. Also das war Out, Out, hoch, runter, hoch, runter, kreuzen, Viertel. Da muss man aufpassen, dass man mit diesem Hochheben nicht zu schnell wird, sonst kommt man aus dem Takt. Das ist jede Bewegung ist ein Takt. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die nächsten Takte, wir tippen die rechte Spitze vorne auf, drehen die rechte Ferse hinaus, drehen sie wieder zurück. Machen mit rechts einen Kick, steigen mit rechts zurück und tippen den linken neben den rechten. Und während wir das tun, klatschen wir uns auf den Po. Also diese Takte waren auftippen, rechte Spitze, Ferse rausdrehen, wieder zurückdrehen, Kick, zurücksteigen, daneben tippen, draufklatschen und dieses Achterpackerl schließt ab mit noch einem linken Schritt vor und mit einem Brasch drehen wir uns ein weiteres Viertel nach links und schauen jetzt auf 6 Uhr. Also diese Takte waren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, jetzt wird es einfach. Eine Linie rechts, eine Linie links. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da können wir schon gerne Bodenstreifer machen. Brauchen wir nicht wiederholen. Nächstes Backup. Wiegen. Das heißt, wir kreuzen rechts vor links, machen eine Wiege gekreuzt. Dann machen wir eine Wiege nach rechts zur Seite. Und dann noch einmal eine Wiege gekreuzt. Und als Abschluss stellen wir den rechten neben den linken, Gewicht ist rechts, Pause. Also nach diesen Linien. Rechts, gekreuzte Wiege, Wiege zur Seite, gekreuzte Wiege und rechts daneben abstellen. Und so etwas Ähnliches machen wir jetzt mit links. Wir kreuzen links vor rechts mit einer gekreuzten Wiege, machen mit links eine Wiege zur Seite. Aber jetzt schließen wir mit einer Jazzbox ab, mit einer Viertel-Linksdrehung. Mit 3 Schritten am Schluss ein Brasch. Also das heißt, wir kreuzen vorne, steigen zurück, machen die Vierteldrehung, links daneben und mit rechts noch ein Brasch. Hängen wir das einmal mit diesen Wiegen zusammen. Also mit rechts fangen wir an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und jetzt mit links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und wir sind schon beim letzten Achterbackel. Das ist wieder einfach. Der rechte ist ja jetzt frei. Wir machen mit rechts einen Toastdraht, also eine Spitze drauf. Links einen Schritt vor. Und eine halbe Rechtsdrehung auf beiden Fußballen. Das nächste genauso mit links. Links ein Toastdraht, also Spitze drauf. Rechts ein Schritt vor.
und eine halbe Drehung nach links auf beiden Fußballen und schauen dann am Schluss auf 3 Uhr. Also diese Takte, wir sind aus dieser Jazzbox mit dem Brush rausgekommen, war 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Gut, kompletter Tanz, einmal durchgetanzt. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Brücken und Restarts. Der erste Restart ist in der dritten Wand auf 12 Uhr nach den Linien. Die dritte Wand fängt auf 6 Uhr an. Machen wir es einmal gemeinsam bis zum Restart. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Linien fertig, Restart. 1, 2 und so weiter. Das war in der dritten Wand. Dann tanzen wir wieder weiter, bis wir in die siebte Wand kommen. Die siebte Wand fängt auf 9 Uhr an. Und da kommt dann diese spezielle Brücke. Also machen wir es einmal bis dahin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt kommen noch die Wiegen mit rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann wird die Musik extremst langsam. Also da kann man fast dabei stehen bleiben. Und da kommt jetzt die Abbruch, die Brücke. Und die Brücke ist eine ganz langsame linke Jazzbox mit 3 Schritten. Wir kreuzen vorne, zurück, daneben. Dann haben wir immer nur Zeit. Und dann heben wir den rechten Arm so in Schussstellung, James Bond, in die Höhe. Und lassen den Arm dann wieder fallen. Und sobald die Musik, ich glaube, das Wort ist dann Stopping, anfängt, fangen wir auch wieder zu tanzen an. Also diese Brücke ist dann wirklich nach den rechten Wiegen. Also da haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann sind wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und irgendwann geht es dann wieder los. Gut, probieren wir es dann im nächsten Video zu tanzen. Karaoke to a
Thank you.